Willkommen zu meinem Video Ärmel einsetzen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn es wird mal wieder spannend. Ich habe nämlich einen super tollen Tipp, wie man ganz perfekt einen Ärmel einsetzen kann und wo auch Nähanfänger schon mit zurechtkommen. Also, los geht's! Ich habe ein Probeteil vorbereitet und möchte dir jetzt gerne erstmal zeigen, wie man einen Ärmel auf die ganz herkömmliche Art und Weise in den Armausschnitt einsteckt. Ganz normal erstmal die Seitennähte aufeinander. Dann habe ich die Schulternaht und den Schulternahtknips. So, und jetzt geht's los. Jetzt sieht man, wie viel mehr Weite die Armkugel hat. Und das muss ich dann alles hier in das Armloch reinbringen. Und da muss ich dann die Weite hier zusammenschieben, zusammendrücken. Und das ist wahnsinnig schwer. Also da braucht man ganz viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Das geht natürlich, aber es dauert einfach auch wirklich ganz, ganz lange, erstmal nur diese ganzen Stecknadeln zu stecken. Auch das Einnähen ist natürlich dann auch ziemlich schwierig. Du siehst schon, so richtig viel Spaß macht es nicht. Und jetzt habe ich einen wahnsinnig guten Tipp. Und das werde ich dir nämlich zeigen, wie man genau diesen Ärmel super toll, einfach und schnell einsetzen kann und wie der auch immer gut wird. Ich nähe jetzt im Bereich der Armkugel so ungefähr von hier einmal rum bis da mit einem auch groß eingestellten Steppstich. Und zwar habe ich hier 1 cm Nahtzugabe angeschnitten und nähe jetzt auch im Abstand von 1 cm. Rausnehmen. Ein bisschen Fäden ziehen, auch die Fäden brauchen wir nachher zum Einkräuseln, Fäden hängen lassen. Ich mache das ja jetzt extra mit Kontrastgarn, damit man gut sehen kann, was ich da mache. Die Nähte müssen jetzt nicht so hundertprozentig toll aussehen. Jetzt die zweite Naht ist ungefähr 0,5 cm daneben auf der Nahtzugabe. Und wieder Fäden rausziehen und abschneiden. So. Die beiden gesteppten Nähte. Jetzt kräusel ich diese ganze Armkugel ein und dabei ist es wichtig, dass du es nicht von außen kräuselst, das ist ja hier meine die Stoffoberseite, sondern die Innenfäden nimmst, weil die innen müssen die Fäden straff sein, sonst kann ich den Ärmel nicht so gut einnähen. Und hier außen sieht man schon, ist es ja wesentlich welliger. Ne? Also ist es besser, man bleibt auf der Innenseite und zieht hier ordentlich Kräusel rein. Erstmal nur so, bis ungefähr zum Knips. Hier muss es glatt bleiben. Die andere Seite, da sind hier meine beiden Fäden. Und immer auch schön beide gleichzeitig ziehen. Nicht einen nach dem anderen. Wenn es dann wirklich mal ein bisschen unterschiedlich ist, sieht man ja, der ist schon ein bisschen mehr und der weniger gekräuselt, dann ziehe ich diesen hier einfach immer noch mal ein bisschen nach, dass es gleichmäßig ist. Wie viel du dann einkräuseln musst, richtet sich ganz danach, wie viel mehr Weite der Ärmel in der Armkugel hat. Du kannst natürlich auch das Armloch und den Ärmel ausmessen. Also es sind immer so über den Daumen 4 bis 6 cm mehr. Jetzt muss ich anfangen, diese Weite hier richtig gut zu verteilen. Also möglichst nicht so viel wieder rausziehen. Ein bisschen muss man schon, ich habe hier sehr viel gekräuselt. Und so schiebe ich mit dem Daumen die Weite zusammen und merke dann dabei auch, dass es glatter wird. Das geht ganz gut, weil hier in der Armkugel ist ja auch der Fadenlauf schräg geschnitten. Ja, und man sieht schon, dass sich die Weite doch jetzt ziemlich gut schon verteilt hat. In einigen Anleitungen kann man jetzt nachlesen, dass man das so machen soll, aber dann den Ärmel jetzt auch so einsetzen. Und das kann nicht so gut funktionieren, weil man sich dann garantiert kleine Fältchen einnäht. Darum ganz wichtig, ich bügel diese ganze Weite erst einmal zusammen.
bügel das jetzt hier auf dem Ärmelbrett, da ist ja so schön rund, bügel ich jetzt diese Weite ein. Und das muss ich auch mit Dampf machen. Sieht schon gut aus. Jetzt hier weiter. Und aufpassen, dass man sich nicht die Falten da reinbügelt, sondern die sollen ja raus. So, jetzt gucken wir uns die schön runde Armkugel an. Und man sieht schon, wie das doch jetzt anders aussieht und dass das doch auch viel leichter ist einzunähen. Machen wir jetzt mal. Jetzt werde ich nochmal diesen Ärmel einstecken mit unserer eingekräuselten und schön gebügelten Armkugel. Muss ich mir wie immer erstmal die Seitennaht suchen und aufeinander stecken. Den vorderen Einsatzknips, der ist da. Dann gehe ich weiter zur Schulternaht. Ist der natürlich ein bisschen versteckt, da ist er. Jetzt siehst du noch mal ganz deutlich, wie wunderbar die Armkugel in den Armausschnitt passt. Ohne Probleme kann man das jetzt einstecken. Hier noch mal ganz kurz zurückgeblendet zu dem, was ich vorhin gemacht habe. Ja, kann man vergessen. So macht das Ärmel einsetzen auch wirklich richtig Spaß und es gelingt immer. Hier unten muss es wieder schön glatt eingenäht werden. Die Weite ist komplett verschwunden. Und ich gucke mir das natürlich auch noch mal von außen an. Um das Einnähen später dann noch einfacher zu machen, empfehle ich dir, die ganze Naht einmal zu heften. Dann können die Stecknadeln raus und dann lässt sich das, wie gesagt, noch besser einnähen. So, er ist eingenäht. Die ganzen Fäden können jetzt auch ab. So, dann kontrolliere ich auch noch mal die gesamte Nahtlinie, ob die schön geworden ist. Und ich gucke es mir natürlich von außen an. Und wenn hier diese Kräuselnaht noch ein bisschen zu sehen ist, macht nichts. Die kann man ganz leicht auftrennen. Ich werde die jetzt noch ein bisschen nachbügeln, noch so ein bisschen das Feintuning und jetzt brauche ich das auch gar nicht mehr auf dem Ärmelbrett zu bügeln. Das haben wir ja alles schon sorgfältig gemacht. Ich bügele nur noch so ein bisschen die kleinen Wellen, die hier beim Nähen entstanden sind, einfach noch mal wieder glatt. So, die Armkugel ist so perfekt. Mehr muss man da auch gar nicht machen. Natürlich muss man dann noch innen die Nähte versäubern oder, wenn du eine Jacke hast, einfüttern. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Probier das mal aus. Du hast gesehen, das geht wirklich ganz toll.